Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Ubongo. Junior? Junior 3D. Genau, das ist von Cosmos. Autor ist Gregor Reichtmann. Ist für 1 bis 4 Spieler ab 5 Jahre 20 Minuten. Und, ja Moment, noch nicht die Zeituhr, erstmal erkläre ich es. Man bekommt jetzt keine Plättchen, sondern solche Bausteine. Diese Bausteine muss ich auf die Grundfläche bauen. Ich habe jetzt die schwierige Seite. Der einfache. Eine einfache Grundfläche. Und dann spielt man so lange, bis die Zeit abgelaufen ist. Und dann wird gemessen. Man bekommt nämlich so viele Edelsteine, wie hoch der Turm ist. Das heißt, ich muss die Grundfläche erst bebauen, dann möglichst hoch bauen, damit ich viele Edelsteine bekomme. Mhm. Das Ganze über 6 Runden. Und noch zu den Farben. Es gibt 4 verschiedene Farben. Elias hat Anfänger, ich habe gleich die ganz schweren. Es gibt dann noch mit Gelb und Grün 2 weitere Farben. Ich glaube, jetzt fangen wir an, oder? Drehst du die Sanduhr um? Nein, du. Okay, ich drehe um. Dann fangen wir an. Das heißt, ich muss erst einmal die Grundfläche bebauen, wie man es kennt aus dem normalen Ubongo. Und dann muss ich möglichst hoch bauen. Wenn ich hoch baue, spielt auch die Grundfläche keine Rolle mehr. Das heißt, ich kann auch hier hinüberragen. Das sieht man dann hier. Es muss natürlich stabil sein und ich muss möglichst hoch bauen. Wenn man aber die Uhr hier sieht, dann hat man genügend Zeit. Also für die Kinder ist es vielleicht noch am Anfang etwas stressig. Bei Elias war das der Fall. Mittlerweile merkt er, die Zeit, die geht doch relativ langsam. Und Ziel ist es natürlich, dass man hochbaut. Der Turm sollte natürlich nicht einstürzen. Sowas ist jetzt auch erlaubt, was ich jetzt hier gemacht habe. Also über die Fläche hinaus. Und dann natürlich langsam hochbauen. Bei Elias sieht man es jetzt, da muss man schauen, die Grundfläche passt aber und langsam bauen, weil der Turm kann natürlich auch schnell umfallen. Das heißt, ich darf das jetzt auch so, jetzt muss ich aber schauen, das wackelt ganz schön bei mir. Wow, so schön. Ja. Super, aber jetzt wartest du, bis ich fertig bin. Ich lasse schon mal. Warte doch mal, bis ich fertig bin. Jetzt habe ich nur geredet und was war jetzt? Jetzt läuft die Zeit natürlich ab. Gelaufen. Ja, ich will aber schauen, dass er dass er nicht einstürzt. Ich glaube, so lasse ich es lieber. Okay, der Elias misst jetzt einfach mal. Ganz vorsichtig, legt ihn wieder drauf. Der ist da ja umgekippt. So, und jetzt stellen wir jetzt daneben. Und jetzt sieht man, der Elias kriegt wie viele Steine? 4. Ganz oben? Du bist ganz oben. 5 Steine kriegt er. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich bekomme. Ich lege es hier daneben. Und man sieht jetzt hier in dem Bereich, ich bekomme 3 Steine. Das heißt, es ist ein ganz anderes Ubongo. Natürlich, die Fläche unten, die muss passen. Das muss man erst kontrollieren. Und das war schon die erste Runde. Nur grüne. Okay, ich bekomme 3 Steine. Die Farbe spielt keine Rolle. Und hier sehen wir die ganzen Karten mit den ganzen Rückseiten. Und das Ganze kann man natürlich bis zu 6 Runden spielen. Und wer dann die meisten Edelsteine hat, der hat gewonnen.